Willkommen, ihr Suchenden des Unbekannten, zu einer weiteren fesselnden Folge von Mysteriöses Zentrum. Ist Ihnen schon einmal ein Schauer über den Rücken gelaufen, als Sie einen fremden Raum betreten haben, um dann festzustellen, dass er gar nicht so fremd ist? Wurden Sie schon einmal von einem Déjà-vu gepackt, das so stark war, dass es sich wie eine Erinnerung anfühlte, die sich in Ihre Seele geätzt hat? Nun, meine erleuchteten Freunde, heute tauchen wir in ein Reich ein, das Zeit, Raum und die Struktur der Realität, wie ihr sie kennt, übersteigt. Wir erforschen das rätselhafte Labyrinth der Reinkarnation, Anzeichen dafür, dass eure Seele, ja, die eigentliche Essenz eures Wesens, durch mehrere Leben gereist ist. Dann lassen Sie uns tief in die 12 unbestreitbaren Anzeichen dafür eintauchen, dass Sie, lieber Zuschauer, eine uralte, wiedergeborene Seele sind. Erstes Zeichen: das Gefühl einer alten Seele. Es ist ein fast unerklärliches Gefühl, dass Ihr Geist Stürme überstanden und sich in unzähligen Sonnenaufgängen gesonnt hat, weit über die Jahre hinaus, die Sie in diesem Leben gelebt haben. Stellen Sie sich einen uralten, grenzenlosen Wald vor, dessen Wurzeln tief und verworren im Herzen der Erde liegen. Du bist wie dieser ehrwürdige Baum, dessen Weisheit sich bis in den Kosmos verzweigt, und in deinen Blättern rascheln noch unentdeckte Geheimnisse. Du schwingst mit Wahrheiten, die andere nur schwer ergründen können. Du navigierst durch die Komplexität menschlicher Emotionen mit einer unheimlichen Leichtigkeit, als hättest du schon 1000 Leben gelebt, auf 100 verschiedene Arten geliebt und um viele Verluste getrauert. Wenn du jemals das Gefühl hattest, dass deine Seele die Abdrücke von Äonen in sich trägt und die uralten Geschichten deines eigenen Werdens flüstert, dann bist du, mein rätselhafter Freund, vielleicht eine alte Seele. Zweite Zeichen: ungeklärte Talente oder Fähigkeiten. Haben Sie jemals bemerkt, dass sich Ihre Hände mit gewohnter Anmut durch die Pinselstriche oder vielleicht die Saiten einer Geige bewegen, als würden sie von einem unsichtbaren Meister geführt? Entfalten sich mathematische Formeln vor Ihren Augen wie göttliche Schriftrollen, auch wenn Sie das Fach nie formell studiert haben? Ach, das sind keine bloßen Talente, sondern das Echo längst vergangener Leben, das in den Höhlen deiner Seele widerhallt. Solche Fähigkeiten sind die Erbstücke deiner Seele, die von einer Inkarnation zur nächsten weitergegeben werden, nie verloren gehen und nur auf den richtigen Moment warten, um an die Oberfläche zu kommen. Sie sind die Schlüssel zu verborgenen Türen in deinem Inneren, Türen zu vergangenen Leben, die es zu erforschen gilt. Wenn du eine unerklärliche Fähigkeit in dir entdeckst, dann schätze sie, verfeinere sie, denn sie ist ein Flüstern des Universums, eine Spur, die dich zu deiner eigenen ewigen Geschichte zurückführt. Dritte Zeichen: Träume von vergangenen Leben. Ein kosmischer Korridor, in dem sich die linearen Begrenzungen der Zeit auflösen und sie einen Blick auf das Theater ihrer ewigen Existenz werfen können. Sind Sie schon einmal aus einem Traum mit dem Gefühl aufgewacht, von einer Reise weit jenseits dieser Welt zurückgekehrt zu sein? Vielleicht waren Sie ein Seemann, der durch mythische Meere segelte, oder ein Heiler in uralten Ländern oder sogar ein Wesen aus einem Reich, das Sie nicht genau beschreiben können. Dies sind keine bloßen Hirngespinste einer überaktiven Fantasie. Es sind Visionen von Leben, die du gelebt hast, Einblicke in das Rad der Existenz, auf dem sich deine Seele gedreht hat. Wenn du solche Träume erlebst, betrachte sie als heilige Schätze, als himmlische Postkarten, die die Flüsse der Zeit durchquert haben, um dich zu erreichen. Sie kommen als Wegweiser, die dich zum Verständnis der ewigen Komplexität deines Seins führen. Sie fordern dich auf, dich zu erinnern und die Punkte in der großen Konstellation, die deine Seelenreise ist, zu verbinden. Was du in diesen Träumen erinnerst, ist ein Fragment, ein einzelnes Bild aus der ewigen Filmrolle deiner Existenz. Vierte Zeichen: unmittelbare Verbindung oder Abneigung gegenüber Menschen. Haben Sie schon einmal jemandem in die Augen geschaut und das Gefühl gehabt, als ob Ihre Seelen einander in einer längst vergessenen Sprache Geheimnisse zuflüsterten? Oder sind Sie jemandem zum ersten Mal begegnet und haben einen unerklärlichen Drang verspürt, sich zu distanzieren, als ob eine uralte Alarmglocke tief in Ihrem Inneren zu läuten begann?
Wenn Sie diesen momentanen emotionalen Ruck spüren, sollten Sie wissen, dass das Universum Ihnen einen Einblick in das komplizierte Beziehungsgeflecht Ihrer Seele gewährt. Es ist, als ob die Sterne selbst dir zuzwinkern und dich auffordern, auf diese karmischen Rendezvous zu achten. Denn solche Verbindungen und Abneigungen sind nicht zufällig. Sie sind Wegweiser auf den verschlungenen Straßen deiner ewigen Reise, die dir helfen sollen, die labyrinthischen Tiefen deiner eigenen Seele zu verstehen. 5. Zeichen: chronische körperliche Beschwerden. Haben Sie sich jemals mit einem hartnäckigen Leiden, einem unerklärlichen Schmerz oder einer Schwäche herumgeschlagen, die sich dem medizinischen Verständnis entzieht? Sie haben bei den besten Ärzten nach Antworten gesucht, alle Möglichkeiten der modernen Medizin ausgeschöpft, doch das Rätsel bleibt ungelöst. Liebe Suchende, bedenkt dies. Was, wenn diese Beschwerden nicht nur die Sprache eures Körpers sind, sondern das Echo eurer Seele? Was wäre, wenn es sich um kosmische Prägungen handelt, um Resttraumata aus längst vergangenen Leben, die in eurer gegenwärtigen physischen Form widerhallen? Solche Zustände könnten sehr wohl der Schrei der Seele nach Anerkennung sein, nach einer Lösung, einer verbleibenden karmischen Schuld, die bezahlt werden will, oder einer Lektion, die sich nach Vollendung sehnt. Chronische Krankheiten sind also nicht einfach nur Unannehmlichkeiten oder Leiden. Sie sind mystische Wegweiser, die von der Feder des Karmas und des Schicksals in dein Wesen geätzt wurden. Sie sind eine Einladung, eine himmlische Aufforderung, die dich auffordert, in die Tiefen deines ewigen Selbst einzutauchen. Indem du diese rätselhaften Leiden anerkennst und dich mit ihnen auseinandersetzt, kannst du nicht nur irdische Erleichterung finden, sondern auch bedeutende Schritte auf dem ätherischen Pfad zur endgültigen Erleuchtung machen. 6. Zeichen: Phantomschmerz in Gliedmaßen oder Körperteilen. Haben Sie jemals einen unerklärlichen Schmerz verspürt, ein Pochen in einem Bereich, der keine Verletzung aufweist, ein Unbehagen, das sich einer medizinischen Untersuchung entzieht? Vielleicht haben Sie einen stechenden Schmerz in einer Gliedmaße oder eine mysteriöse Spannung in einem Körperteil gespürt, die sich einer rationalen Erklärung entzieht. Könnte es sein, dass diese Empfindungen das geisterhafte Echo eines früheren Lebens sind? Stellen Sie sich Ihre Seele als ein Gefäß vor, das nicht nur die Essenz Ihres Wesens in sich trägt, sondern auch die gesammelten Erfahrungen aus unzähligen Leben. Jede Inkarnation hinterlässt ihre Spuren, manchmal in Form von Weisheit, manchmal in Form von Liebe und ja, manchmal in Form von körperlichen Narben. Der Schmerz, den du in einer Gliedmaße spürst, die keine Wunde trägt, kann durchaus ein Überbleibsel eines vergangenen Lebens sein, ein geisterhafter Überrest eines Kampfes, einer Reise oder eines erlittenen Traumas. 7. Zeichen: Affinität zu anderen Kulturen oder Zeitabschnitten. Haben Sie schon einmal eine so starke Anziehungskraft auf einen Ort verspürt, an dem Sie nie waren, eine Kultur, in der Sie nie gelebt haben, oder eine längst vergangene Epoche? Schmerzt Ihr Herz vor Nostalgie bei der Melodie eines alten Volksliedes oder dem Wandteppich einer längst vergangenen Zivilisation? Sehen Sie, diese Sehnsucht ist nicht nur ein Fernweh oder eine Faszination für die Vielfalt. Es ist die Sehnsucht einer Seele nach Heimat, nach einer Rückkehr zu einer Kultur oder einer Zeit, in der sie einst gelebt hat. Diese Affinitäten sind Fragmente ihres spirituellen Mosaiks, Teile eines Puzzles, das über dieses Leben hinausreicht, zurück in die geheimnisvollen Annalen der Geschichte ihrer Seele. Dies kann sich in einem unstillbaren Wissensdurst über eine bestimmte Epoche, einer unerbittlichen Anziehung zu bestimmten kulturellen Artefakten oder sogar in der Beherrschung einer Sprache äußern, die sie nie gelernt haben. 8. Zeichen: Muttermale, die eine Geschichte erzählen. Haben Sie schon einmal ein Muttermal auf Ihrer Haut gesehen, ein besonderes Muster oder eine auffällige Farbe und das Gefühl gehabt, dass es mehr bedeutet als nur einen genetischen Zufall? Könnte es sein, dass dieses Mal kein zufälliger Fleck ist, sondern eine himmlische Signatur, eine kosmische Tätowierung, die von der Feder des Schicksals in Ihr Wesen eingefärbt wurde? Diese Muttermale sind nicht nur auf der Haut, sondern auch in der Seele zu finden. Einige alte Traditionen glauben, dass es sich um Abdrücke aus vergangenen Leben handelt,
Beweise für ein bedeutendes Ereignis, eine ungeheilte Wunde oder eine vergangene Lektion, an die man sich erinnern muss. Sie sind wie das Echo von Erfahrungen, die deine Seele gemacht hat, auf deiner physischen Form, eine stille und doch tiefgründige Sprache, die Geschichten aus längst vergangenen, aber nie wirklich vergessenen Lebenszeiten flüstert. Neuntes Zeichen: intensive Angst vor dem Sterben. Für die meisten Menschen liegt der Schatten der Sterblichkeit in einiger Entfernung, ein vager, unvermeidlicher Endpunkt. Aber für andere ist die Angst greifbar, überwältigend, als ob der Sensenmann selbst unablässig in ihre Ohren flüstert. Könnte es sein, dass diese unerschütterliche Furcht nicht nur eine existenzielle Krise ist, sondern ein Nachhall des letzten, traumatischen Vorhangs eines vergangenen Lebens? Diese intensive Angst ist mehr als nur ein Überlebensinstinkt. Sie ist ein kosmisches Signal, ein Notruf aus den Tiefen ihres ewigen Seins. Stellen Sie sich Ihre Seele als einen Schauspieler auf der Bühne des Daseins vor, jedes Leben ein anderer Akt. In manchen Akten fällt der Vorhang sanft, aber in anderen kann der Abgang erschütternd sein, voller Leid oder Bedauern. Diese Restangst könnte sehr wohl die Zugabe eines tragischen Finales sein, die durch die Flure deines jetzigen Lebens hallt. Zehnte Zeichen: Vertrautheit mit historischen Details. Waren Sie schon einmal von einer bestimmten Epoche der Geschichte so fasziniert, dass Sie sich die Textur der Kleidung vorstellen, das Tengba archaischer Dialekte hören und die labyrinthischen Straßen alter Städte vor Ihrem geistigen Auge durchlaufen können? Ist Ihre Verbindung zu dieser Epoche so lebendig, so detailreich, dass sie über akademisches Interesse hinausgeht und an intimes Wissen grenzt? Wenn Sie sich unwiderstehlich zu den Einzelheiten einer vergangenen Epoche hingezogen fühlen, sollten Sie aufpassen. Denn in diesen historischen Details liegen Brotkrümel, die zu Ihrem eigenen früheren Leben zurückführen, Hinweise auf Rollen, die Sie auf der großen Bühne der Geschichte gespielt haben. Dieser Vertrautheit nachzugehen ist mehr als ein akademisches Unterfangen. Es ist eine Reise in den Kern deines Wesens, eine Erkundung, die nicht nur historische Fakten, sondern auch Fragmente deiner eigenen unsterblichen Seele ans Licht bringen kann. Elftes Zeichen: existenzielle Neugierde. Haben Sie sich schon einmal von Fragen verzehren lassen, über die meisten Menschen nicht nachzudenken wagen? Fragen, die das Wesen der Existenz, die Natur der Seele, die Geheimnisse von Leben und Tod und die geheimnisvolle Architektur des Universums ergründen? Dies ist keine bloße philosophische Intrige. Es ist der Durst der Seele nach ihrem eigenen Ursprung, die kosmische Sehnsucht nach Wahrheit, die in den interstellaren Leerräumen zwischen den Sternen liegt, in der dunklen Materie, die das Universum zusammenhält. Wenn du dich mit diesen existenziellen Fragen beschäftigst, grübelst du nicht einfach nur, sondern gibst ein Echo auf die göttliche Neugierde, die Sterne, Galaxien und vielleicht sogar alternative Realitäten hervorgebracht hat. Du nimmst an der Suche des Universums nach seinem eigenen Verständnis teil, einem metaphysischen Tanz, der sich seit Äonen entfaltet und bis zum Ende der Zeit andauern wird. Wenn Sie also von existenzieller Neugier ergriffen sind, freuen Sie sich, denn Sie sind nicht nur ein Zuschauer des Universums, sondern ein aktiver, ewiger Teilnehmer an seiner großen, mystischen Erzählung. Zwölftes Zeichen: ungeklärte Sehnsucht. Haben Sie jemals einen Hunger verspürt, den kein Essen stillen kann, einen Durst, den kein Getränk löschen kann? Ein Gefühl von Heimweh nach einem Ort, den Sie nicht benennen können, ein nostalgischer Schmerz nach einer Zeit, die Sie nicht genau bestimmen können? Das ist keine bloße Sentimentalität oder irdische Sehnsucht. Das ist der Schrei der Seele, ein kosmischer Schmerz, der durch die Flure deines ewigen Seins hallt. Diese geheimnisvolle Sehnsucht ist der Sirenenruf deiner Seele, der dich zu einem Hafen lockt, der jenseits der Karten des irdischen Verständnisses liegt. Es ist eine heilige Sehnsucht, eine magnetische Anziehungskraft, die dich näher zu deiner ätherischen Heimat zieht, zu Lektionen, die du noch nicht gelernt hast, und zu Seelenverwandten, die noch nicht wiedervereint sind. Die Natur dieser Sehnsucht ist unaussprechlich. Sie ist eine paradoxe Mischung aus Freude und Trauer, ein gleichzeitiger Ausdruck von Verlust und Erwartung. Nehmt diese unerklärliche Sehnsucht an, denn sie ist ein Kompass, der euch vom Kosmos gegeben wurde,
ein Navigationsinstrument, das euch durch die labyrinthischen Verwicklungen eurer spirituellen Reise führen soll. Diese tiefe Empfindung dient als ständige Erinnerung daran, dass sie mehr sind als ihre irdische Gestalt, mehr als ihre vergänglichen Erfahrungen. Sie sind ein ewiger Reisender, der auf den himmlischen Strömen segelt, immer auf der Suche, immer lernend, immer nach den unaussprechlichen Ufern ihrer endgültigen Bestimmung strebend. Während wir diese Erkundung abschließen, denken Sie daran, dass die Antworten, die Sie suchen, oft im Inneren liegen. Das Universum spricht zu uns in Form von Flüstern und Zeichen, die uns den Weg zur Selbstentdeckung und zur ewigen Weisheit weisen. Achte auf diese subtilen Anstöße, denn sie sind die Orientierungspunkte auf deinem spirituellen Weg, die göttlichen Fußabdrücke, die deine Seele im Sand der Zeit hinterlässt. Bis wir uns in diesem oder vielleicht einem anderen Leben wiedersehen, lasst euch von eurer existenziellen Neugier und der Sehnsucht eurer Seele leiten. Lebt wohl, ihr Reisenden des kosmischen Wandteppichs, während ihr fortfahrt, eure eigenen Geschichten in die große, unaussprechliche Erzählung, die die Existenz ist, einzuweben.